Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video, das diesmal nicht Star Wars ist, sondern etwas Realistisches. Und zwar geht es um die Landedrohne Philae. Vorweg gesagt, das ganze Set ist auch auf Lego Ideas zu finden. Das ist eine Plattform von Lego. Wenn man da 10.000 Unterstützer erreicht, dann guckt sich das tatsächliche Lego halt das Set an und wenn sie es gut finden, bringen sie es auch raus. Und deswegen würde ich sagen, falls ihr das Set gut findet und das auch mal eventuell im Laden kaufen wollt, dann können wir zusammen versuchen, dieses Set auf 10.000 Unterstützer zu bringen und damit in den Laden. Nun mal kurz dazu, was Philae tatsächlich gemacht hat. Philae ist zusammen mit seiner Mutterdrohne einem Kometen hinterhergeflogen, der auch im Flug war in unserem Sonnensystem. Und Philae war dann die Landeeinheit, sprich Philae wurde wirklich auf dem Kometen gelandet, um da wissenschaftliche Tests zu machen. Das Ganze ist nicht ganz reibungslos abgelaufen, aber das macht das Ganze nur noch spannender. Ich drehe das Set gerade mal, dass ihr es kurz von allen Seiten mal angucken könnt. Wundert euch nicht, dass hier keine blauen Teile sind. Da sind nur keine Teile, weil ich keine Teile mehr habe. Also stellt euch vor, es wäre blau. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht viel, sondern fange direkt mit dem ersten kleinen Detail an, weil es war mir sehr wichtig, alle wissenschaftlichen Instrumente, die Philae wirklich an Bord hat, auch an Bord dieses Lego-Sets zu nehmen. Und deswegen fangen wir hier direkt mal mit den Füßen an. Die haben nämlich einen kleinen Drill hier drin. Das ist ich glaube, das ist Sesam-Modul. Das ist dafür da, um die Bodenproben zu um den Boden zu analysieren und auch die Beschaffenheit. Das kann sich hier reinbohren in den Boden und es war mir sehr wichtig, dass das Ganze drinnen ist. Deswegen bin ich auch recht froh darüber, dass ich es noch einbringen konnte. Das findet ihr natürlich auf allen Füßen. Wenn wir dann mal weiter gucken, seht ihr hier eine. Ups, da ist eine Antenne hops gegangen. Eine interessante Dreiecks- und auch Sechseckstruktur. Die ist dafür da, um die drei Beine hier zu verknüpfen. Und ihr seht, wenn ich es fallen lasse, dann federt das Ganze auch. Das Ganze kann man auch etwas höher machen. Also dieses Philae-Set federt halt wirklich seinen Sturz ab. Diese Federung passiert, weil hier diese Dreiecke sind. Ihr seht schon, wenn ich hier drücke, das sind die Teile, die wirklich die beiden Beine hier kontrollieren. Und durch diese kleinen Verbindungen hier, die die Beine miteinander verbinden, sodass die Federung immer gleichmäßig ausgelastet ist. Das Interessante daran ist, dass Philae wirklich eine Soft Landing machen sollte. Also er sollte sich wirklich leicht dem Kometen annähern und langsam, damit er abfedern kann und auch eine Harpune losschießen kann. Das ist ihm nicht gelungen. Meinem Lego-Set gelingt es. Also liebe ESA, wenn ihr Mitarbeiter braucht, ne, ihr wisst, wo ich wohne. Und wir machen hinten mal weiter. Hinten ist eigentlich das Herzstück der wissenschaftlichen Instrumente. Nämlich sind hier verschiedene Sachen. Wir fangen mal hier oben an. Das ist nur eine kleine Kamera in der Realität. Und wir sehen hier schon, hier ist ein kleines rundes Ding. Und wie runde Dinger es nun mal bei Lego an sich haben, kann man sie ja meistens drehen. Und wenn man sie dreht, dann erkennt man, dass sie unten etwas herausfährt. Und dieses Etwas ist eine weitere Bodenprobenanalyse. Seht ihr hier gerade. Ja, das Ganze ist recht interessant, weil ich habe versucht, in diesen kleinen Schacht hier in möglichst kleiner Fläche möglichst viel unterzubringen. Und ich hoffe, das ist mir ganz gut gelungen. Und wenn wir gerade schon bei Bodenproben sind, wenn wir hier mal reinzoomen, dann sieht man hier vielleicht, dass die Kamera nicht scharf stellt. So, sieht man hier vielleicht, hier sind zwei Stangen, die zwischen zwei anderen Stangen, die ihr hier seht, die gehen nach hinten durch, dazwischen durchgehen. Das ist mir auch, da bin ich recht froh, dass ich das noch irgendwann rausgefunden habe, weil diese beiden Stangen, die runtergehen, verbinden sich mit diesem Modul. Ihr seht hier die zwei Stangen. Und die beiden anderen Stangen verbinden sich mit einem anderen Bodenanalysemodul, nämlich MUPUS. Das seht ihr hier. Und das Interessante am MUPUS ist, dass man MUPUS auch hochfahren kann. Weil wenn Philae landet und MUPUS dann direkt auf den Boden aufschlägt, wäre das nicht so gut für die Sensortechnik. Deswegen kann man MUPUS hoch und wieder runterfahren. Ja, was ihr hier oben noch sehen könnt, muss ich mal Philae von seiner hässlichen Seite zeigen, von der Seite, wo keine blauen Steine sind. Hier oben ist noch eine kleine Kamera. Die gehört zusammen zum Sesam-Modul, was auch schon unten drin war, um diese kleinen Drills an den Füßen zu bedienen. Frag mich nicht genau, was das macht. Jedenfalls ist es so, es akzeptiert es. Es ist da. Und zuletzt sieht man hier noch ein anderes kleines Modul, das auch drehbar ist.
Ja, insgesamt seht ihr schon, ich habe mir Mühe gegeben, dass das Ganze wirklich alle wissenschaftlichen Messinstrumente dabei hat und auch die Proportion vom richtigen File einhaltet. Also, wenn ihr das Set in den Lego Stores irgendwann mal sehen wollt, dann klickt unbedingt in der Beschreibung auf den Lego Ideas Link und klickt auf Unterstützen. Das ist nicht mehr als ein Like, ist auch, kostet nichts, von daher kann man das ja mal versuchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann guckt euch noch ein paar von meinen anderen Videos an, die werden gleich eingeblendet. Und bis dahin, ciao!